Hallo, oh, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Display SMP. Was macht er? Ja, wir sind hier gerade unterwegs mit einem richtig geilen Auto, das uns Micha 196 geliehen hat. Und er bietet mir eine Reparation an. Für einen Dollar, und den nehme ich natürlich an. Jetzt war mein Auto wieder ganz. Jetzt hätte ich vorsichtiger fahren. Ja, wie gesagt, er hat uns das Auto geliehen, das heißt, wir werden jetzt hier ein bisschen mit ihm rumcruisen. Hoffentlich fahren wir gleich irgendwo hin, wo es keine. Ich weiß, dass es die erste Kombination gibt, ich habe gerade nicht dran gedacht. Hoffentlich fahren wir irgendwo hin, wo es keine Radarmann gibt, dann können wir mal richtig Gas geben. So, mal gucken, wo er uns hinführt. Ich bin gespannt. Vielleicht will er uns dann auch was zeigen. Bis jetzt hat er uns dann nur die Basen und Mafien gezeigt. Also ein paar Basen davon. Die Basen und Mafien. Aber ich glaube, es ist echt die Basen und Mafien. Also von einer Organisation, und zwar der Hitman Agency. Und ich fahr grad kurz ein. Mache ich. Wo? Und ich glaube, noch Gangs und Muffins sind da in der Gegend. Super Basen. Ich wusste wieder gerne, das gibt es nicht. Jetzt fällt draußen ein Hund rum. Hey! Ah. Und die Pfeile bewegen sich. Und hier sehen wir wirklich hochaufleuchtende, hochauflösende, sehr fotorealistische Rücklichter. Und hier auch ein sehr hochauflösendes Bild, wo man alles lesen kann. Wie zum Beispiel LS 6149 oder Los Santos. Mist, was los? Ach, das gibt's doch nicht. Ach so, da muss wahrscheinlich seine Wanted loswerden. Schätze ich. Hui. Was ist da los denn hier? Überall explodieren Autos. Ich hab die Stoppuhr. Okay. Ich weiß, dass ich mich freue, aber ich muss nicht mal ein bisschen runterkommen. So. Ich hab die Stoppuhr resettet. Die Stoppuhr resettet. Wie geil ist das denn bitte? Das finde ich nicht Premium. Das heißt, wir haben jetzt erst 2 Minuten und 30 Sekunden verbraucht. Das ist ziemlich gut. Das heißt, wir haben noch ganz lange Zeit, um aufzunehmen. Achso, das war's schon. Nee, da hat er doch anscheinend seine Wunde sich weggemacht. Ich hab gesortet. Oh, wir gehen essen. Geht nicht. Hey! Ich hab zu wenig Geld, um in den Burgershop zu kommen. Auch ganz ehrlich, ne? Das ist Realismus. Auf höchstem Niveau. So, da bin ich wieder. Ich musste mich nur gerade muten, weil ich mich gerade gestreckt habe. Und das verursacht immer, damit der Stuhl wie verrückt quietscht. Und das ist ziemlich scheiße. Gut, wo geht's hin? Mal gucken. Wahrscheinlich jetzt wieder zum
Irgendwo, wo es keine Blitzer gibt. Mal gucken. Mit den richtig geilen Drift-Skills, ja. Und ich sagen muss, es gibt ein Auto. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber mit dem bin ich früher auf Stuntservern richtig gern gefahren, weil das richtig Premium driftet. Aber das geht auch klar. Wenn man mal driftet, dann hat man das Problem, dass das Auto dazu neigt, zu mit dem Heck nach vorne zu gehen, aber ein bisschen Skill, wie ich ihn hab. Hui, geht das schon klar. Ja, das ist die realistische Straße, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist gar keine Straße, dann kann es auch nicht realistisch sein. Ich meine, ich habe was anderes gemeint. Das ist die beste Straße, die ich hier. Oh Gott, ganz ehrlich. Ich bin so unglaublich verwirrt, ich weiß gar nicht warum. So, ich dachte, vielleicht will er runter, aber nein. So, dann werden wir jetzt wahrscheinlich gerade aus durchfahren nach LV. Ist echt so langsam? Hui, tschüss. Gott, ich muss mich so unglaublich verschätzt haben in der Geschwindigkeit vom Blister. Na, ich denke mal, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten über vorne, das Programm, mit dem die SMP-Server gescriptet sind, die Geschwindigkeit abzurufen. Und ich schätze mal, die haben einfach zwei verschiedene Arten benutzt. Und so kommt das zustande. So, vorne an der Kreuzung warte ich auf ihn. Oder hier. Ich will nicht zahlen. Auf jeden Fall. Bester Autofahrer der Welt. Ich glaube, das hat er nicht mehr gesehen. Oh, noch weiter geradeaus, okay. Ich dachte, jetzt geht's vielleicht außenrum. Wie viel hat er denn eigentlich schon an Kilometern? Weiß ich gar nicht. So. Denke, ich schaff's den zu drehen. Das wäre lustig. Mal gucken, mal weiß, was ich vorhab. Schade. Das wäre lustig gewesen. Aber das scheint gar nicht so leicht zu sein auf SMP mit anderen Spielern. Singleplayer ist es leicht. Aber das ist auch kein SMP, das ist GTA San Andreas. Und er haut sich an. Nein! Das war mein Licht. Das gibt es nicht. So, wo ist denn die Hupe? Hier. Nett, 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 nett. Uhr sagt, wir haben noch ganz viel Zeit. Das finde ich gut. Komm, willst du vorbei? So. Auf jeden Fall, erstmal Ärger. Hat sich Judith Pern? Da muss ich wahrscheinlich eine Schraube machen. Soll ich das hier noch drin? Hier war's. Hast du gemerkt, dass ich versucht habe, dich zu drehen?
Wahrscheinlich eine blöde Frage, weil ich glaube, offensichtlicher geht's nicht, aber naja, wer weiß. Es gibt ja auch. Oh. Ich bin der beste Autofahrer der Welt. Auf jeden Fall. Oh nein, er entkommt. Aber niemand entkommt vor mir. Weil ich bin der krasseste Autofahrer der Welt. Oh yeah. Ich weiß nicht, ob es da vorne links oder rechts geht. Ja toll, ich war links. Und er war da. Scheiße. Ja. Ich war mal in die andere Richtung. Ja, wie abgesprochen. Aber war es nicht. Ja. Er hätte jetzt auch nichts Schlaueres machen können, als mir reinzufahren. Weil er hat ja genug Geld, da kann man mal ein bisschen mit den Autos Kacke bauen. Und es. Was schreibt er? Was schreibt er? Ich kann es nicht lesen. Ah, das Deck aber auch leer. Ich werde mich hier rächen. Das war aber knapp. Auf jeden Fall. Jetzt muss er zu seinem Auto laufen. Auf jeden Fall. LOL! Nein, ich dachte, ich treffe ihn. LOL, wo ist er hin? War sein Auto schon allein kaputt. Auf jeden Fall. Jetzt war es eine Schraube. Ist eine Schraube. Ach so, okay. Weil unten ist eine Bootsanlage auf jeden Fall. Aber hier ist etwas. So, ich muss ja wieder hier anders hin. Das gibt's doch nicht, dass ich immer falsch hocke, ne? Naja, das ist halt so eine Sache, weil normalerweise, wenn ich PC spiele, ich habe immer, ich habe so neben mir so einen kleinen Stuhl, ja, und da kann ich mir so schön meine Beine drauflegen und so. Das haben wir jetzt bequem, ja, aber ich bin das gar nicht gewohnt, so die ganze Zeit so da zu sitzen. Und ja, deswegen muss ich mich eben ab und zu umsetzen, weil das sonst zu unbequem wird. Boah, ihr richtiger Skiller, ja. Na, könnt ihr das auch? Einfach so über ein Geländer springen. Zum Beispiel. So voll krass hier, ne? Ist so klar, ey. Also, dass der nicht hinfällt, das ist ein Wunder. Wenn da mit den Beinen hängen bleibt. Läuft, jetzt ist richtig der geile Bootssteg. Richtig der geile Bootssteg. Aber ein bisschen weit weg von allem.
So, die Aufnahme sagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Das heißt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier heißt, Let's Play SMP Live Udream. Dann seht ihr, was wir das nächste Mal machen. Ja, bis dann und tschö.